Servus Leute, zurück zu Let's Play Pathfinder Wrath of the Righteous. Welch ein Zufall, ihr kommt gerade, wo ich gerade helfe, diesen Megadämonen wegzuschaffen. Es war eine Megaschlacht beim letzten Mal. Ihr seht dieses Blutmassakerbad und was auch immer. Die Taverne wurde von den Dämonen organisiert angegriffen und die Kultisten haben mit Brandsätzen versucht, sie in Schutt und Asche zu legen. Es war ein harter Kampf. Ich hatte große Verluste, oder wir hatten große Verluste. Wobei es hielt sich in Grenzen, hieß es. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Dieser Mega-Dämon kam dabei auch bei dem Kampf. Am schlimmsten waren die feuerschießenden Kultisten. Die waren am schlimmsten. Na gut, egal. So, wir haben jetzt aber das Problem gelöst. Und jetzt heißt es, wir müssen mal weitermachen. Wir müssen wieder raus. Wir haben auch die Beute bekommen. Wir haben nämlich da hätte ich sie auch bekommen. Trophäen hätten wir hier bekommen. Wir haben sogar was bekommen. Wir haben hier... Das haben wir als Belohnung bekommen, indem wir den Kampf geschafft haben. Beidhändig. Dann wird das Ziel eine Runde mit dem Malus. Okay. Nach Preis, nach Typ. Ja, ich habe jede Menge Stuff. Noch nicht. Mein Inventar ist okay. Deswegen gehen wir raus. Gehen. Ich möchte. Ja, Kämpfer. Kämpfer. Lieber eine Kämpferin anstatt sie. Sie ist zwar ganz interessant. Wobei. Sie ist eine super Heilerin. Also sie hat Heilen. Jede Menge Heilen. Mir gefiel zwar die andere, aber im Moment brauche ich auf jeden Fall noch einen Kämpfer. Ich hätte gern einen bösen Kämpfer, wenn es geht. Hier gibt es noch Ramion töten. Ramion gibt es hier? Irgendwo ist hier Ramion? Okay. Ich dachte, ich habe hier alles abgesucht. Schauen wir mal, ob wir Ramion finden und dann machen wir eine Quest nach der anderen. Denn die Adligen will ich als nächstes auch eigentlich suchen. Wo könnte Ramion sein? Beim Tempel könnte er sein. Tatsächlich. Die Frage ist, gibt es hier in diesem Gebiet Respawns? Vendorg ist belastet, Camellia ist belastet. Moment, wo bin ich hier rausgekommen? Da bin ich rausgekommen. Na, dann muss ich darauf wieder klettern. Und nochmal. Achso, das ist meine Schlange. Ich dachte, wer steht denn da? So, dieses Gebiet ist eigentlich befriedet. Und ich habe auch gerade gesehen, unten die abyssische Verseuchtheit, Master Verderbnis, ist auch wieder zurückgegangen. Genau, die Blutflecken, das ist Drache und so. Ja, vielleicht ist Ramion beim Tempel rein. Ich will eigentlich Ramion nicht töten, muss ich zugeben. Nee. Ist nicht zum Tempel rein. Wo könnte Ramion sein? Vielleicht kann ich im Questlog was lesen. Wollte gerade sagen, interessante Sicht. Ramion töten. Die Verstoßene. Kürze zuschlagen. So sehe ich auf direkte Konfrontation. Okay, ich werde es bereuen, dass ich sie gelassen habe. Na gut, dann werde ich mich vorbereiten.
Wo ist denn das mit Ramien? Moment. Ach doch, die hier. Wo sind Ramien? Oh! Neue Gegner. Oh Mann. Warum gab es da hinterhältige Angriffe? Ich beschwere mich nicht, die sind sau stark. Aber war... Die... Sind respawned? Ich war doch hier schon, oder? Die sind respawned. Hier waren besonders starke Gegner. Hm. Das ist gut. Dann kann man hier farmen sozusagen. Oh, der wurde ganz schön angeschlagen. Und wieder geheilt. Tja, die Frage ist... Es gibt keine Questmarkierung oder sowas auf der Karte. Wie soll ich jetzt Ramien finden? Hier ist ein Haus. War ich da schon drin? Da war ich schon drin. Ist hier ein Ramien? Ach, das ist das mit dem Keller. Da komme ich nicht weiter. Das kriege ich nicht auf. Eine magische Barriere oder so. Der Memphis ist da drin. Huh. Tja. Blöd. Weiß ich jetzt nicht, wo Ramien sein könnte. Vielleicht finde ich ihn irgendwann später noch. Wo war... Es ist irrelevant, prinzipiell. Hier komme ich wahrscheinlich am schnellsten raus. Da, da irgendwo, da. Wir gehen jetzt raus und begeben uns zum Adelsanwesen, oder? Ich finde jetzt Ramien auf Anhieb nicht. Muss ich mal schauen. Muss mal in Ruhe schauen. Vielleicht finde ich sie auch so. Oh. Der Loot bleibt hier liegen, wie es scheint. Interesting. Also geht nicht verloren. Könnte auch nervig sein. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was ist das? Ein graues, kaum lebendes. Hier gibt es auch einige Sachen. Aber jetzt will ich erstmal zum Banketthaus. Ein perfekter Zeitpunkt für ein Bankett. Eine Stunde. Na, gehen wir doch mal hin. Und Zeit für ein Bankett. Ein Bankett mit den Teufeln. Oh, hier sind anscheinend einige. Ah, Tote. Da sind Gegner. I lead, you follow. You can handle them, right? Guten Tag, Dredge. Ich will eigentlich mich gut aufstellen. Jawohl. Nein, ich wurde getroffen. So, und dann will ich natürlich looten. Adelshäuser zu looten ist eine meiner schönsten Hobbys. Eines meiner schönsten Hobbys. Adelshäuser looten. Also hier geht Party ab. Als wären hier keine Dämonen. Komisch. Hm. Oh, hallo. Was geht denn hier ab? Oh, wo bin ich denn da? Was für ein prächtiger Anlass, Graf. Und dieses neue numerische Ex ist wirklich etwas Besonderes. Oh, hier geht ja richtig was ab. Ah, da sehe ich mich. Oh, Dämon. Oh, seht doch, was für herzige kleine Kreaturen. Ich rieche schön. Das sind Dämonen. Hilfe. Wow, 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 was? Darren. Thank you for amusing me.
Okay. Helfen wir doch mal. Wir kommen gerade richtig für die Party. Okay, los, Anker. Konzentration. Magisch. Madike? Blutviole? Darian. Oh, Wissen Welt. Sollte ich klappen. Sollte klappen, oder? Ein bisschen Wissen Welt habe ich doch. Gräfin. Okay. Das ist ein Blumenstrauß. Von hier kamen die Gegner. Da könnte ich drüber klettern. Kurtisanen. Oh, hallo. Da ist noch mehr Wissen Welt. Betrunken sind die alle. Aber gechillt. Call me again if you need to. Göttin Desna. So, du da. Du bist der Chef hier. Ach, dich kennen wir doch. I am the master of this house, Count Daeron Kael, myriad mellifluous monikers Arundé. No need to introduce yourself. I find remembering insignificant details, such as the name of passing acquaintances, such a bore. Ah, bist du das Pendant zu Edwin aus Baldur's Gate 2? Weil du hast gezaubert, glaube ich. Now that we've finished with the niceties, tell me this. How did all those thrice-damned demons end up at my soiree? Na gut, Kenabris liegt in Ruinen, der Skaria Tarandalef getötet, der Schutzstein wurde erobert und ihr fragt mich, weshalb den Mond euer Fest gestört haben? Kenabris in Ruins? Descari? Well, well, well. And I was already lamenting the lack of excitement at my little banquet. Although it must have been tolerable enough if we didn't get notice of a great hulking demon attacking a dragon just outside the window. Naja, Ansichtssache. It seems as though Descari's occasion was altogether more of a crush than mine, if you will pardon the pun. Was sollte ich über euch wissen, Graf? Abgesehen davon, dass ihr hochwohlgeboren und sehr reich seid. Ich mag euch nicht. Sterbt. Ich kann einfach jeden töten hier. As a child, I had my very own pony. Oh, gut. But I always dreamed of having a lamb. I was never allowed one. Sheep were seen as peasant animals, utterly unsuitable for the scion of a noble line. The trauma haunts me to this day. I think of it every time I have roast lamb for dinner. Oh, du Ärmster. I'm sorry that happened to you. Such a sad story. Stimmt, Amber ist, glaube ich, komplettes Gegenteil zu ihm. I had not even the slightest intention of upsetting such a lovely child. I'm not lovely. Some people have even called me a scarecrow before. That's patently absurd. Why, you can't possibly be a scarecrow with a crow following you around. Okay. I'm sorry if I failed to sate your curiosity. I loathe talking about myself to people I don't know, even more to those I do know. The only thing worth knowing, aside from the fact that I am highborn and filthy rich, is that I dislike Puritans and demons in equal measure. Well, perhaps demons a tad more. A bisschen mehr, okay. Oh, Schicksal interessiert euch anscheinend dann. I have no friends here whose untimely demise I would care to mourn. The only alarming thing is how easily all this happened. I don't care for the thought that demons could come calling at my door at any moment. And just think. Everyone had so much faith in the wardstones gifted by Iomedae's herald, and in the might of our tamed dragon. As if there had been no Dresden or a dozen other routes where the demons overcame every defense. The Arendes are one of the most ancient and noble families in Mendiv. They are related by blood to Queen Galfrey herself. The Count is the last remaining member of his dynasty. The rest all perished around 10 years ago, in the tragedy at the family seat, Heaven's Edge. The demons got past the defenses and massacred everyone inside. I thank you for providing your friend with that helpful summary, my lady. I believe I've seen you before, with that hilarious buffoon, Horgus Gwerm. I sincerely hope you are not engaged in any kind of sordid
arrangement with him. The thought of something so splendid in proximity to something so grotesque makes me feel quite ill. You deserve a better fate than that, no doubt. Okay, der ist wirklich sehr hochmütig. Your civility knows no bounds, Count. I most assuredly do not have any arrangement with Master Gworm. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nicht schlecht. Of course, where are my manners? Hmm. There. You can also poke about the house and claim whatever takes your fancy. Though I imagine some of you already had that in mind. Oh ja, das hatte ich tatsächlich. I'm feeling very attacked right now. ja, ihr könntet zum Hüterherz gehen, das steht unter Schutz. I thank you for the invitation, but I am not quite as desperate as I may seem. At times, it is better to be surrounded by the repugnant mugs of demons than the sour and dour physiognomies of Iomade's righteous paladins. Okay. What about my physiognomy? Sour enough for his lordship? Don't worry, another few minutes with the dazzling count here, and it'll sour like week-old milk. What's this? An attractive paladin with a sense of humor? You're a veritable walking scandal. Either way, my mansion is now safe. I have a pair of half-decent guards. I just need to drag them out of the storeroom and bring them to their senses. I ordered them to drink a love potion, you see? For reasons which seemed extremely witty at the time and in the state of inebriation I then found myself in. They can guard the house while the valorous paladins beat back the demon assault. They will beat them back, yes? As regards myself, I feel like stretching my legs. I know rudimentary divine spells, I am no friend to demons, and I elevate any society that I deign to grace with my presence. I shall accompany you. Only for a short time, of course. I have no desire to remain at the vanguard for a protracted period. What say you, my ephemeral but highly diverting acquaintance? After all, Lord Descari spoiled my party. I now burn with the desire to spoil his. Meinungen? I don't like this guy much at all. Not even because of his personality, but just... I sense something dark about him. Das ist gut. He's handsome. Having a spellcaster in the party is always useful, too. If he's strong, he'll make a good ally. If he's weak, he will die instead of us. He has all these friends at his party, and he still looks so lonely. We can take him with us. Don't ask me. Having him tag along would be like going for a nighttime stroll through the back alleys with a diamond tiara on your head. Even I don't like that kind of attention. The Count's presence can only benefit us. I think we should say yes. Okay, das ist das erste Mal, dass alle gefragt werden. He doesn't look like a whiner, and he can hold his own, so he won't be dead weight. Okay. Oh, ungefähr ausgeglichen. Capital. Good acquaintances that begin and end at just the right moment often leave the most pleasant memories. Wouldn't you say? Okay, ich weiß leider nicht, wer du bist, was du bist, aber ihr passt nicht zusammen, also. Wobei, sie ist eine Heilerin. Brauche eine Heilerin ganz dringend dabei. Sie ist auch gut. Er ist ein Spellcaster. Na gut. Probieren wir es einfach. Wer bist du? Was bist du? Was kannst du? Ein Mystiker. Mystiker. Was machen Mystiker? Mystiker ist nicht meine andere auch Mystikerin? Er hat Stufe 2 Zauber auf jeden Fall. Okay. Was hat er gelernt? Fokussieren. Er hat Mystikerkenntnisse. Kann mittelschwere Rüstung tragen. Leben. Heilzauber. Nehmen zu den Stufen. Auch sämtliche Heilzauber. Okay, ist mein. Shit. Dann hätte ich die Elfe für ihn tauschen können. Erstmal ein neuer Heiler. Sicheres Wirken. Wirken des Zaubers. Keine Gelegenheitsangriffe. Gut. Entdeckt damit ein neues Geheimnis des Mysteriums. Mögliche Auswahl.
Einige zusätzliche. Okay, der Mystiker kriegt da irgendwelche Sachen. Ansonsten kriegt er Zauber. Okay. Naja, dann schauen wir doch mal. Mystiker. Mystiker basieren auf Charisma, wie es scheint. Ich will ihm aber tatsächlich nicht 21 geben. Ich möchte ihm lieber einen Punkt auf Konzentration mehr geben. Genau, weil das gibt ihm mehr Lebenspunkte. Und mehr Lebenspunkte sind nicht zu unterschätzen. Wenigstens einen Punkt. Dann kann ich die restlichen Punkte auf Charisma setzen, wenn das sein Hauptattribut ist. Genau. Hauptsächlich eine Grau... Oh ja, das ist gut, wenn du darin geskillt bist. Das ist akzeptabel. Überzeugen brauche ich bei dir nicht. Was nehmen wir denn stattdessen? Du wirst stattdessen... Bist du mein Wissensexperte später? Rüstungsgen. Ja. Ja, Religion. Oder bist du ein Religiöser? So, was... Einen Zauber wählen. Warum wähle ich hier einen Zauber? Wozu wähle ich hier einen Zauber? Kannst du bloß ein... Wozu wähle ich hier einen Zauber? Wenn ich einen Zauber wählen müsste... als Mystiker kannst du alle Heilzauber. Das weiß ich ja jetzt schon. Wie wäre es mal dann Pfeil der Ordnung? Mit einem aggressiven Angriff oder sowas? Das Ziel senken oder halt vorübergehende Fähigkeitsschaden. Und da kriegt er von der Schöpfungsfrequenz. Dauerhaft wird nicht wiederhergestellt. Also das ist ganz nett. Teilweise Genesung kann man immer mal gebrauchen. Lähmung aufheben. Ansonsten irgendwas beschwören ist nicht schlecht. Bebende Knochen. Ja, machen wir teilweise Genesung. Ich muss mich dich genauer anschauen. Waffenumgang, Rapier. Ach, schon wieder einer mit Rapier. Umgang mit einfachen Waffen. Du bist kein Kämpfer? Sind Mystiker sowas wie Kleriker? Ist die Frage. Du bist auf jeden Fall so eine... Ja, Azimar. Neutral böse. So gefällst du mir. So, du hast eine Fernkampfwaffe. Damit bist du aber nicht gut. Du hast ein Amulett. Natürliche Rüstung. Nicht mit anderen natürlichen Rüstungen. Kumulativ. Das ist mal ärgerlich. Genau, leichte Wunden heilen. Segnen. Segnen ist ein guter Spell. Schild des Glaubens. Auch nicht schlecht. Sind Mystiker sozusagen sowas wie Hexenmeister bloß als Kleriker? Das könnte ich mir vorstellen. Okay, dann... Du bist doch... Nein, du bist Schamane. Wobei, das ist, du hast mehr Zauber zur Auswahl. Okay, du bist eher der Kleriker. Tatsächlich, du bist eher das Pendant zum Hexenmeister, also zu mir. Dann... habe ich hier einen Kleriker, da einen Kleriker. Die ist ja von der Gesinnung her nicht bestimmbar. Man kann also nicht bestimmt werden. In der Regel deutet dies darauf hin, dass der Charakter verzaubert ist oder ein verzauberten Gegenstand. Bestimmung des Gesinnung stört. Seine Gesinnung, also das da ist, um die Gesinnung zu verbergen. Warum? Warum sollte das jemand machen? Okay, wir haben hier Böse, wir haben hier... Weiß ich nicht. Böse, gut, chaotisch neutral. Der ist okay.
Du musst noch getauscht werden gegen... Du bist ein Spellcaster, nicht wahr? Also sie muss noch gegen einen Kämpfer getauscht werden. Dann sollte ich aber sie jetzt schon tauschen. Hätte ich gesagt. Also prinzipiell Spellcaster bin ich und er. Ja. Ein schurkischer Spellcaster. Ich brauche noch einen guten Kämpfer. Und... Ah, stimmt. Was muss ich mir noch anschauen? Bei ihm. Mystiker. Mystiker, bla bla bla. Obwohl sich die Götter verschiedene Vermittler bedienen, gibt es wohl den Mystiker. Hätten ihr Macht ohne ihr Zutun wurden von der Vorsehung dazu, Kräfte zu nutzen. Macht und Stärke von verschiedenen... Alle Götter, die an sich teilen. Für einige Gabes brachten sie andere als Fluch. Von deinen Werten her bist du kein guter Nahkämpfer. Du bist ein Fernkämpfer eher. Okay, du bist ein Fernkämpfer. Du bist Nahkämpfer, du bist Nahkämpfer. Du bist Nahkämpfer. Fernkämpfer. Das wird ein Nahkämpfer. Fernkämpfer, Fernkämpfer. Kannst du einen Bogen nehmen? Wäre meine erste Frage. Wer hat einen Bogen? Du hast einen Bogen. Ah, du hast einen Kompositlangbogen. Ah, den Ring. Ist da was? Der ist... was wert. Sagen wir es so. Okay. Cool. Haben wir einen neuen Gefährten. Mit dem Equipment, also sowas wie eine Zauberrobe, vermisse ich bisher noch ein bisschen. This is my kind of work. Was gibt's denn hier? Oh, was gibt's denn hier? Beute. Missed me already. Oh, du kannst einen Bogen nehmen. Sehr gut. Hey, dann kriegst du einen Bogen. Oh, du kannst doch keinen Bogen nehmen. Das wurde doch gerade angezeigt. Schade. Dachte, es wurde angezeigt. Aber der Kompositbogen ist trotzdem gut. Wo kommen wir hier denn raus? Wo kamen denn die rein? Okay, dann kommen wir da einfach wieder raus. Hm. Schade. Das war weniger, als ich erwartet habe. Dann gehen wir mal hier hin. Ich glaube, das ist auch eher was Kurzes. Das juckt mich, dass Raymond töten hier noch ist. Ah, ein Zwischenereignis am Markt. You'll make a fine trophy. Cover me, alright? Alchemist. War mir klar. Habe ich mir schon gedacht. Tja, die meisten Gegner versuchen, meine verwundbaren Gruppen anzugreifen. Ist mir schon klar. Würde ich auch. Das da werfen die Alchemistenfeuer. Hey, das hat mehr Schaden gemacht als... Der Rest ist nett. Aber es hat wehgetan, dieser Wurf von dem. Wir haben gut Geld. Also, Sila brauche ich eigentlich noch. So als Off-Tank, so in etwa. Ah, ich hätte gern. Ah. Oh. Tote Duellanten. Dann gehen wir mal dorthin. Annehmen. Jetzt gehen wir hin. Was ist das? Das war irgendwie ein Kultistenlager oder Kultistenversteck? Ist das ein großes Gebiet? Ne, das ist ein kleines Gebiet. Aber in Fallen versehen. Also vermutlich ist es doch nicht so einfach, hier einzudringen. Außerdem... das ist ganz ungünstig hier. Das sollte nicht so sein. Aber tatsächlich habe ich jetzt ein Problem. Ach, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück und hole mir Sela. Wobei, muss ich da... Ja, doch, ich muss wahrscheinlich wieder zurück ins Lager, um mich neu aufzustellen. Oder kann ich irgendwo die Formation verändern? Hm.
Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder, aber mit Selan. Oh, die Katze hat hier irgendwas bemerkt und ist davor zurückgewichen. Vor der Falle zum Beispiel, da vor dem Mechanismus. Egal. Da könnte ich mich reinsneaken mit Wolgif. Okay. Oh, das ist eine Ratte. Fress die Ratte. So. Beim nächsten Mal werden wir hier uns umschauen, aber mit Selan statt ihr. Das ist auch eine Heilerin teilweise. Aber hauptsächlich ist sie hier eine Kämpferin mit Schild. Das ist das Wichtigste. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.